So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier oben. Ich möchte mir jetzt diese Blume holen. Ich flitze da jetzt mal ganz schnell hin. Eloy ist ja gut zu Fuß inzwischen. Hart trainiert. Harte Schule. Meine harte Schule. Ich mache hier jeden zum Härtesten. Nur mich nicht. Ja. Huch. Hängen bleiben ist natürlich doof. Ich muss mal gucken, ob wir noch auf dem Weg sind. Ah, mein Auge juckt. Ah, und wie? Hör auf, Auge. So, jetzt ist wie gut. Deswegen, da bin ich dann gegen Trigger gekommen. Na, ah, hier geht's weiter. Hier hoch. Hier rum. Darum. Hier hoch. Da hoch. Oh je. Irgendwie waren wir hier schon. Aber da muss ich ja einen Grund gehabt haben. Oh. Hier nicht lang. Hier nicht nach der Blume zu suchen. Richtig? Immer noch richtig. Huch, da unten ist ein Sägezahn. Einen haben wir eben überbrückt. Also haben wir beide hier, Eloy und ich. Ah, das ist ja nun nichts Neues und Theatralisches mehr. Gucken mal, wo der lang geht. Das brauche ich ja gar nicht. Schnee. Geht genau da lang. Es wird kälter. Ich hoffe, er ist hier alleine. Ich überbrück den auch wieder und dann ist gut. Ich brauche jetzt hier nicht mehr rumzukämpfen. Die Zeiten sind vorbei. Oh, das war knapp. Er hat schon seine gierige Fresse reingesteckt hier. Lass dich mal angucken, Junge. Ich finde diese Maschinenviecher genial. Einfach nur genial. So, wir beeilen uns mal. Halt. Jetzt hier. Ja, sieht gut aus. Wir müssen hier oben irgendwie rauf. Und dann sollte hier die Metallblume sein und dann ist noch eine Banuk-Figur. Dann müssen wir nochmal nach Meridian. Da kriegen wir, glaube ich, bei den Händlern Belohnungen für. Und dann habe ich es wirklich geschafft. Dann weiß ich nicht mehr, was ich hier machen soll. Die Jagdprüfung mache ich nicht. Das habe ich ja gesagt. Hier ist sie schon. Guck mal. Damit haben wir die hier auch vollständig. Der Wind rauscht durch die Pinien, doch unten ist kein Hauch zu erspüren. Still wie die Moose die Bunden am Boden über den Linien der Wurzeln, die sie führen. Die Pinie verliert ihr Toten. Toten? Sie sind stumm wie unter dem Meere. Oben, hoch oben, stimmt das Leben unverzagt. Wenn die Wolke Wolken jagt und wir gehen voran, und fallen wie vom Strauch die Beere, selbst wir, selbst dann. Aha. So, das haben wir erledigt. Dann ist jetzt hier noch die Banuk-Figur. Aber ich könnte mir ja eigentlich mal den Luxus gönnen. Was kommt? So was, komm. Eigentlich sollte es dem Weg folgen. Dem hier. Ohne dass ich lenken muss. Hallo, Freunde. Warum? Warum bleibst du stehen? Hä? Ich versteh's nicht. Es bleibt stehen.
Ich kann es auch antreiben. Hä? Was war das für eine Aktion? Unverständlich. Was war das? Dann wollen wir mal an den Grasern vorbei. Ach, wir sind mitten in die Falle geritten. Ach, gar nicht. Wir kommen da sowieso nicht mit. Jetzt reitet's. Zweimal gedrückt. Okay. Hier muss es irgendwo hochgehen. Huch, nicht so doll. Oh, hier ist noch eine Quest. Oh. Ah. Ist man hier so schlecht? Sich umgucken kann. Mann, nun spring doch mal rüber. So. Eine Jägersiedlung entdeckt. Die kannten wir noch nicht. Das Lagerfeuer auch nicht, ne? Wir haben hier noch eine Quest. Wochenlang an einer Apparatur herum, die einen Job erledigt, den ihr Kater an einem... Ah, nu, wieder hängen geblieben. Meine Güte, Mädchen. Gera. Kleine Maid, ich bin Gera. Ich betreibe diesen geselligen Ort. Schön, dass du draus gemacht hast. Es ist kalt. Hast du was auf dem Herzen? Bei Öffnung der Kaja-Festung erfuhr ich, dass mein Mann mich gesucht hatte. Doch nur die Nachricht erreichte die Festung, er nicht. Du hast einen Mann? Kendert, hab ihn beim Armdrücken gewonnen. Ich ließ ihn zurück, als ich das Anrecht verließ. Ein paar Metallverkäufer sind ihm an der Brücke am Blendbruch begegnet. Und wie du so auf dem Wind gleitest, kleine Maid. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich ihn. Aber willst du, dass er dich findet? Kennst du das, wenn man morgens aufwacht und einem alle Antworten fehlen? Trotzdem gehe ich jetzt zur Festung, um Vorräte zu holen. Viel Glück auf deinen Reisen. Denn die Osserer mein Motor. Ist der Wahl ein Defekt? Hier war ich noch gar nicht, ne? Mann, Karte. Hier war ich noch gar nicht. Aber wir machen das jetzt natürlich erstmal. Huch, ich schnippel das sowieso zusammen. Ja, denn geh mir nicht auf die Nerven. Ich stehe auf. Ich arbeite. Alles. Und mir trinkt mein Auge. Das Sonnenreich ist ganz anders als Anrecht. Die Spannungen mit den Kaja werden sich mit der Zeit geben. Neugierde ist für Träume, nicht für... Ich habe den ganzen Tag geschuftet. Mein Feierabendbier habe ich mir heute redlich verdient. Ja, das kennen wir schon. Von woanders. Schön knapp war's. Er stand wirklich kurz davor, Avar wiederzumetzen. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmutter. Da müssen wir lang. Wir sind irgendwie hier hoch. Mal gucken, vielleicht finde ich den Weg. Jetzt sind wir ja schon mal ein Stückchen höher. Da kann ich lang. Na, hier. Ruck und jetzt hoch. Und jetzt hoch. Und hier rüber und da hoch. Das sehe ich sogar diesmal. Ah, hier geht's weiter bestimmt. Ein gewagter Sprung. Und noch einer. Und noch ein kleiner. Und hier rauf. Und dann hier hoch. Oh, Mädchen. Ach, da ist es. Ist es da? Da sehe ich sie. Die letzte Banuk-Figur. Da ist sie. Guck mal, das Zeichen ist ganz woanders hier. Damit haben wir sie auch alle gefunden. Irgendeine Figur. Wahrscheinlich von den Banuk. Alle Banuk-Figuren gefunden. Die hier. Auf diesen Gipfel benenne ich dich als mein Sohn, was ich vor meiner Verbannung nicht konnte. Signak, der Häuptling meines Verax, hielt dein Blut für seines, doch die Wahrheit war so klar, wie die Farbe des Himmels gemalt in deinen Augen und in meinen.
Und während ich in diesen fremden Landen umherziehe, ist es nicht Signaks Tod, der mich schmerzt, noch die Erinnerung an Ili, deine Mutter, und auch nicht der Fluss der schneebedeckten Bahnuhr meiner Heimat, sondern das Schweigen, das zwischen uns lag, obwohl wir Vater und Sohn hätten sein sollen. Ich male mein Zeichen hier für dich und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Och, das ist so traurig. Ja. So, dann gucken wir mal, wo geht das denn mit dieser Quest hin? Da ganz hinten, da hinten. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ach, Scheiß, wir machen die Quest. Entschuldigung. Für den Scheiß, meine ich. Ich werde hier mal hinreisen, dann kann ich mir auch noch das Lagerfeuer hier holen und dann sehen wir weiter. So, da bin ich wieder. Ach, Scheiße, ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich aufstehen. Das ist immer lästig. So, da, guck mal, was da läuft. Das wollte ich euch zeigen. Ein Donnerkiefer. Ich habe eben Menschen gesehen. Aber der ist hier nicht in Reach-Mode. Das heißt, der wird nicht angegriffen. Ich habe mich wohl getäuscht. Den würde ich ja gern mal überbrücken, aber naja. Egal. So. Wir nähern uns dem Ziel für diese kleine Quest, die ich noch gefunden habe. Hier ist die Brücke, die Gera meinte. Mal, wer weiß, wer alles hier vorbeigekommen ist. Aber der Mann hatte einen Karren. Also... Ja. Und hier sind Karrenspuren. Muss ich vielleicht in diese Richtung? Ach so. Wir müssen natürlich am Donnerkiefer vorbei. Das ist klar. Da, das Lagerfeuer habe ich freigeschaltet. Was ist das hier? Komm. Ich gehe mal gebückt weiter. Ich will das ja nicht provozieren. Aber so wie ich das kenne. Doch, es geht hier. Es geht hier hoch. Es geht hier hoch. Es geht hier hoch. Es geht hier hoch. Macht da hinten Krach. Guck mal, hier ist eine Kiste. Die Spur endet. Na, das ergibt doch keinen Sinn. Was gibt's denn hier? Jemandes Hab und Gut. Kennt das? Überall sind Dinge verstreut. Und da ist auch Blut. Ach du Scheiße. Entweder fiel er hin oder... So viel Blut macht mir Sorgen. Wir gehen mal weiter. Da sind graue Habichte, ne? Ja. Wir machen uns mal ein bisschen kleiner. Das ist besser. Wie gesagt, sicherlich ist das jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber da lege ich jetzt gar nicht mehr so sehr viel Wert drauf. Ich möchte nur noch die letzten Sachen finden und die letzte Metallblume wird schon schwierig genug werden. Aber guckt euch das mal an. Was ist hier los? Hier ist nochmal ein Donnerkiefer. Kein Blut mehr. Er muss sich die Wunde verbunden haben. Was ist das hier? Diese Truhe ist im Osseram-Stil gemacht. Zum Glück hinterlässt er Spuren. Ich hoffe, er ist okay. Hier ist er lang gegangen. Ah, hier. Nein, du sollst die Spuren markieren. Ich sollte meinen Fokus einsetzen und sehen, was er findet. Ich kann das ja nicht. Es geht nicht. Ich versuche es ja. Hier. Ich kann sie nicht markieren. Geh nochmal aus, Fokus. Runter. Das macht mich nervös.
nervös. Da bei dem Fass hört es auf. Okay. Hier ist auch nochmal ein Lagerfeuer. Das ist interessant. Das macht sich gut zum Anreisen. Kann mir jemand Fokus weiterhelfen? Ja, aber erstmal müssen die Viecher weg. Ich kann da jetzt nicht zu dem hingehen. Da müssen wir hin. Der steckt da am Fass wahrscheinlich, weil er hier Angst vor den Viechern hat. Ich auch. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Erstmal abgelenkt. Ich traue mich mal hier zu diesem Fass. Kann ich das untersuchen? Irgendwie nach. Ja. Erwins Atem. Ein Osseram-Gebräu. Ist das hier untergebracht? Sich, ne? Den kann ich nicht untersuchen. Ich guck jetzt hier, ob hier noch Spuren sind. Ach, da hinten. Guck mal, da soll ich hin. Ja. Gematcht euch mal. Ich darf nach oben, Gott sei Dank. Und es ist Ruhe. Mein Vieh lebt immer noch. Glaube ich. Warum kannst du nicht hier rauf? Da ist er. Warte mal, ich markiere mir den mal. Kann ich nicht. Da sitzt er. Bin froh, dich zu sehen, Fremde. Bist du Kendat? Ich bin eine Freundin von Gera. Hä? Ich bin ein Ehemann von Gera. Sie hörte, du wirst vermisst und ließ mich suchen. Was ist passiert? Ich war auf dem Weg zu ihr. Ein Sandsturm zog auf, ich suchte Schutz, leider vergeblich. Hier bin ich, rot wie ein Kaja-Priester. Eine Tramplerherde hat meine Sachen verstreut. Du kannst nicht viel tun, damit ich nicht wie ein Idiot dastehe. Kannst du meinen Plünderersaft holen? Das ist das Zeug, das die Tramplerherde da unten bei sich hat? Ich bin nicht stolz, ich bin nur ein Brauer. Und vielleicht bedeuten 5 Flaschen Gera mehr als ich. Naja. War das da ja schon gar nicht so verkehrt, was ich gemacht habe. Sind da 2? Kann das sein, hier waren wir schon mal. Bin ich mir fast sicher, mit den beiden habe ich da oben schon gekämpft. Da hinten geht auch der... Geh erstmal hier hin und dann gucken wir mal, wo wir genau hin müssen. Da. Da liegt eine Kuh. Da liegen irgendwelche Einzelteile. Ah, Scheiße. Scheiße! Her? Ich glaube, ich habe mir ein Reitpferd geholt. Und die Kuh kommt her. Oh, ich dachte, das kommt schon nicht mehr. Müssen wir mal die Kühe sich miteinander beschäftigen lassen. So, das gucken wir uns mal an. Was
arme Pferd, das tut mir ja leid. Greift es jetzt auch an? Todesmutig sind sie ja, denn. So, die wissen doch gar nicht, dass du hier bist. Ups. Da liegt das Zeug hier in der Mitte irgendwo. Guck mal, es sind nur noch zwei übrig von den Mu-Kühen. Nee, drei. Meine ist noch da. Kriegt da noch rum? Oder was ist das? Macht aber nicht mehr. Die beiden Donnerkiefer lassen sich da gar nicht stören, ne? Die sind so weit weg, die kann ich nicht mal scannen. Die flattern da auch seelenruhig. Ich gehe mal wieder ein bisschen in die Nähe. Aber meiner ist, der ist fast fertig. Jetzt wieder gut. Komm ruhig hierher. Nimm diese Maschine ein, kappelt sie alles nieder, was ihr in den Weg kommt. Oh, das ist ja gemein. Eine Plünderersaftflasche habe ich erhalten. Eine. Der hat gesessen. Lad dich auf. Alle Beschaffungsmaschinen? Ach, der ist hinüber! Wo ist denn die andere Kuh? Wo ist die letzte Kuh? Ach, nee. Wir nehmen wieder zwei. So, damit sind die Kühe Geschichte. Und ich kann mich denn hier, denke ich mal, drum bemühen, die Flaschen einzusammeln. Das ist aber eine Blume. Und sie sammelt natürlich wieder nicht. Da haben wir den Saft. Nimm. Hier haben wir die erste Kuh. Was war das für ein Gegrummel? Keine Ahnung. So. Kein Platz mehr. Ist das? 3 von 5. Ah, jetzt habe ich hier wieder keine Markierung jetzt. Ach so, ich habe auch falsch gedrückt. Das ist
ist eine Blume. Nun nimm doch einfach, Mädchen. Hier ist nochmal Plünderersaft. 4 von 5. Jetzt fehlt die letzte Buddel. Ich dachte, es geht um Bier. Hier ist eine Pflanze. Mir geht's aber gut. Das ist alles kein Thema. Ich muss bloß die letzte Dings finden. Ich habe schon zu viel dabei. Ja. Oh, ich dachte, der lebt noch. Meine Güte. Einen kurzen Moment. Wo ist denn da? Ist noch eine Buddel. Würde ich sagen. So, jetzt haben wir alle. Jetzt können wir zu ihm hoch. Dann kann er zurück nach Hause. Und ich kann dann zurück. Huch! Zu meiner eigentlichen Aufgabe. Jägerin, danke. Ja, bitte. Das ist bestes Osseram-Gebräu. Hält dich warm in einem Schneesturm, spült den Dreck aus einem Zahnrad. Kenneth, warum gingst du so unvorbereitet los? Der eiserne Kern der Sache ist, ich tat es aus Liebe. Gera wollte das Anrecht verlassen und ich beriet mich mit den Präfekten. Ich wiederhole ihre Worte nicht, sie würden dir missfallen. Jetzt bin ich neugierig. Nein, ich habe mich schon tiefer hineingeritten als ein Donnerkieferdung. Es war mein Fehler, nicht mit ihr zu gehen. Ich hatte Zeit, das zu erkennen. Vielleicht ist es nicht zu spät. Sie holt neue Vorräte am Tagturm. Viel Glück. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Mehr wie Rang 50 geht nicht. Guckt euch das an. So eine Scheiße. Gibt's kein 50 plus? Huch. So, wir gucken mal weiter. Jetzt haben wir nur noch einen. Kehre hierher zurück. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Oder in der nächsten Aufnahme. Ich stopp jetzt erstmal und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.